Hey Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten Video meiner neuen Reihe Einfach Climben auf YouTube. In dieser Reihe werden wir Themen bezüglich des Climbens auf der Top Lane thematisieren. Zum Beispiel, wie könnt ihr Lanes verlieren und trotzdem die Games dominieren und gewinnen? Wie könnt ihr in LoL den heftigsten Cheat zu eurem Advantage nutzen? Das erfahrt ihr gleich hier in diesem Video. Free Trades mit Riven? Auch gar kein Problem. Tipps gegen Ranges im General als Toplaner? Das werden wir alles abarbeiten. Also, falls ihr interessiert seid, drückt auf jeden Fall gefällt mir und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, weil ihr dann auf keinen Fall Videos verpassen könnt, die euch helfen können, aus Bronze, Silber, was auch immer rauszuklimmen und aufzusteigen. Falls ihr dennoch irgendwelche Fragen habt, die ihr live stellen wollt, könnt ihr gerne mal unten in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich meinen Twitch-Kanal verlinkt und ja, dann sehen wir uns live. Viel Spaß mit dem Video. Cheater Recall. Der heftigste Cheat in LoL. Der einzige legale Cheat in LoL. Kernidee dahinter ist eigentlich nur, dass man einen Pre-Backport bekommt. Das heißt, man pusht mit der dritten Wave so weit raus, dass der Gegner gezwungen ist, die Minion-Wave an seinem Tower zu besiegen. Und man kann mit 450 Gold roughly back-in und sich einen Kull oder einen Longsword kaufen. Das klappt allerdings nur, wenn ihr in einer dominanten Lane seid. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die stärkere Lane seid, könnt ihr das immer machen. Jetzt gegen Ranges ist ein bisschen schwierig. So, okay. Erster Step. Slow pushen. Das bedeutet, unsere Minion Wave muss mehr Life haben als seine Minion Wave. Es ist schwierig, weil es ein Darius ist. Okay, Triple Kill, Jinx, easy. Okay, wir haben ein Minion mehr, das ist cool. Ich versuche ihn jetzt mal zu finden. Okay, nice. Perfekt. So, Minion Wave pusht immer noch. Perfekt. So, zweite Wave stacken wir auch noch. Das heißt, wir versuchen die hier ungefähr even in der Mitte zu halten. Scheiße, Mann, jetzt habe ich ihn gekillt, verdammte Kacke. Egal, egal, egal. Die Idee bleibt trotzdem bestehen. Idee bleibt bestehen. So, wir imagine einfach, Darius ist noch hier auf der Lane. Okay? Die dritte Wave. Die Cannon Wave kommt rein. Und jetzt nehmen wir alles, was Gott uns gab und pushen diese verdammte Lane raus. Das heißt, wir scheißen auf Last Hits, wir machen einfach nur Auto-Attacks, Auto-Attacks, Auto-Attacks und versuchen, bevor die andere Wave reinkommt, raus zu pushen. Einfach pushen, pushen, pushen. Ist egal. Boom. So. Die Wave crusht komplett rein. Er ist damit beschäftigt, diese Wave hier zu besiegen. Es ist eine Cannon Wave, das heißt, es dauert länger. Und wir sind mit roughly 300, 400 Gold wieder in der Base. Boom! Okay, gegen Irelia wird es schwer jetzt. Mit dem Cheated Backhaul, aber wir versuchen es trotzdem. Das heißt, wir versuchen jetzt hier wieder ein bisschen zu pushen. Ja, das sieht gut aus. Sie traut sich nicht. Okay, das sieht echt gut aus. So, jetzt warten wir. So, können wir jetzt machen. Zack, die rücken ein bisschen weiter vor. Sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus. So, wir traden ein bisschen. Aber nicht zu doll. Wir wollen ja keine Akku kriegen. Okay, und jetzt eigentlich nur warten, bis die Wave kommt und dann pushen wir Hardcore rein. Wir nehmen auch W mit, damit wir schneller pushen können gleich. Schade. Nice, und jetzt pushen, pushen, pushen. Ist alles egal, Last Hits sind jetzt vollkommen egal. Wir sind Level 3, alles cool. Pushen, pushen, pushen. Sie kann uns niemals traden. Boom. Wave reinbringen. Nice. Perfekt. Genau so geht ein Cheated Backhaul, meine Freunde. Genau so. Sie hat eine riesige Wave jetzt hier. Wir haben genug Time, einfach wegzugehen mit 400 plus Gold. Und wir können uns einen Kull kaufen oder einen Longsword. Wir gehen jetzt hier mal Longsword, weil Irelia wollen wir killen. Winrate. Statistiken sollten euch wirklich überhaupt nicht interessieren. Gar nicht, weil dann tiltet ihr. Glaubt mir, dann ist euch der Rank viel zu wichtig und ihr blockiert euer Mindset for Improvement. Period. Wirklich, du kannst nicht irgendwie dich weiterentwickeln, wenn du die ganze Zeit nur ein Endziel im Kopf hast. Man sagt ja nicht umsonst, der Weg ist das Ziel.
Deswegen, scheiß auf Winrate, scheiß auf alles, Mann. Hauptsache, du denkst von Spiel zu Spiel und versuchst dich selber zu improven. Also das, was du verändern kannst, versuchst du verändern. Alles, was das beeinflusst, also das Endergebnis, zum Beispiel Teammates, weiß nicht, deiner... Alles, was du halt quasi nicht beeinflussen kannst, sollte dich gar nicht interessieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Games verliere, wo ich 14-3 stehe, gucke ich, okay, ich habe gut Laning-Phase wahrscheinlich gespielt, konnte mich gut snowballen. Woran lag es, dass ich jetzt das Game nicht gewonnen habe, so? Wenn man das rausgefunden hat, abhacken, bam, nächstes Spiel. Scheiß drauf. Wenn ihr 8 Games verliert, man, fuck it, dann verliert ihr halt doch das 9. und 10. Irgendwann gewinnt ihr wieder 11 Games und dann seid ihr trotzdem plus minus 1. Einfach ins nächste Game rein und das letzte vergessen. Naja, das letzte nicht komplett vergessen, sondern daraus lernen. Also das Mindset komplett resetten, ja, aber die Fehler trotzdem lernen. Aus Fehlern trotzdem lernen, meine ich. Alter, das war ja zu wild, der Chase.